Okay, die Vision hier als Beispiel, auch das sollte man natürlich, da geht es ja immer um die Beantwortung der Frage, what do we want become? Was unser Traum ist. Wir wollen der weltweit führende Anbieter von Finanzlösungen für anspruchsvolle Kunden zum Beispiel sein. Das wäre jetzt hier so eine Vision, nicht? Wir wollen der weltweit führende Anbieter. Im Moment sind wir es noch nicht, ne? Aber in 3, 4 Jahren, dann sind wir das. Das ist unsere Vision. Darauf wollen wir hinarbeiten. Und diese Vision soll natürlich sinnstiftend sein. Sie soll kollektiv koordinierend sein auf die verschiedensten Bereiche im Unternehmen, dass man dann gemeinsam auf dieses Ziel, also hat eine Koordinationswirkung, soll in diesem Sinne integrierend sein, handlungsleitend sein, begeistern, motivierend sein und so weiter. Also eine Vision. Wichtig halt diese Vision, Mission und natürlich dann auch die Werte, die Führungsgrundsätze sollten eben formuliert sein. Sie sind eben zentrale Vorsteuerungsgrößen für eine nachhaltige Wertschöpfung. Und das gilt generell und natürlich auch bei Mehrgeschäftsunternehmen. Das ist der normative Rahmen, den Müller-Stevens und Brauer hier vorschlagen. Das sieht man dann auch. Ach nee, noch eine Ergänzung für eine Mission, die finde ich auch sehr gut. Bei der Mission noch eine Ergänzung. Und zwar, diesmal sage ich aber nicht den Namen, und dann können Sie mal erraten, von welchem Unternehmen vermutlich diese Mission stammt. Und zwar lautet die wie folgt in Englisch: Our mission is to help clients make distinctive, lasting and substantial improvements in their performance and to build a great firm that attracts, develops exceptional people. Nochmal? Ja? Our mission is to help clients. Das ist schon mal wegweisend für das Unternehmen. Distinctive, lasting and substantial improvements. Substanzielle Verbesserungen in their performance and to build a great firm that attracts, develops exceptional people. Welches Unternehmen ist es wohl? Also erstmal überhaupt ist natürlich, also ich finde es eine sehr, sehr gute Mission. Also wenn die es nicht wüssten als Unternehmen, wäre das auch sehr problematisch. Vor allem, weil sie eben darauf hinweist, dass der Mensch im Prinzip ganz entscheidend ist für die nachhaltige Wertschöpfung. Voraussetzung ist natürlich, dass man gute Managementsysteme hat und dass man insofern als Unternehmen prozessmäßig in Bezug auf die Managementsysteme sehr gut aufgestellt wird. Und dazu bedarf es eben dieses Unternehmens, dass man das erreicht, die Hilfestellung. Und dann, wenn man das hat, dann attrahiert man auch oder gewinnt gute, super gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat dann mit auch nachhaltig Erfolg. Ist klar, letztendlich wollen Sie auch nicht für irgendwelche Loser-Unternehmen, die morgen schon wieder in Konkurs gehen oder sowas, arbeiten, sondern Sie wollen in guten Unternehmen arbeiten, die genau diese Voraussetzungen eben haben. Das heißt, die These ist, wenn man insofern gut aufgestellt ist, dann hat man auch eben gute, außergewöhnliche Mitarbeiter und Mitarbeiter, die eben wichtig sind für die Innovation, die wichtig sind für die Begeisterung, auch die ausgelöst werden dann in der Mitarbeiterschaft und auch in Bezug auf die Kunden etc. etc. So, ja. Welches Unternehmen ist es? Tipp, also einige wissen natürlich das, vielleicht aus der letzten Vorlesung, die Sie bei mir mal gehört haben. Ja? Ja, ich vermute McKinsey. Ja, natürlich. McKinsey, super. 100 Points, ne? Für den Herrn mit der Brille. Ja. Genau, das ist es. Also kann man auch im Internet abrufen, McKinsey-Mission. Da können Sie es auch nochmal lesen. Copy and Paste. Ich hab's abgeschrieben. Geht auch noch traditionell. Nun gut. Sie sehen, wir haben jetzt diesen normativen Rahmen, haben wir vorab jetzt schon mal besprochen. Soll auch noch mal unterstreichen, dass dieser normative Rahmen einfach grundlegend ist. Und bei allen Instrumenten und Methoden, also DCF-Verfahren und EFA-Verfahren, ökonomischer Gewinn, die da ja später noch kommen, die können nur dann eine positive, wertschöpfende Wirkung entfalten,
wenn dieser normative Rahmen stimmt. Das ist der Punkt. Ja? Sonst können Sie dann noch so gute Systeme und Instrumente haben, methodisch. Wenn das nicht stimmt, dann verpufft das. Wenn Sie da keine Akzeptanz haben, wenn Sie kein Verständnis dafür haben, dann verpufft das. Wenn Sie die Mitarbeiter und Mitarbeiter das nicht anwenden können, weil Sie es nicht verstehen oder weil Sie sagen, das ist Mist, das ist alles Blödsinn, dann verpufft das. Dann können Sie nicht erfolgreich ein Unternehmen führen. Das funktioniert nicht. Das muss man ganzheitlich integrativ betrachten. Das kommt eben hier auch nochmal so zum Ausdruck, diese integrative Betrachtung und der konsequente Zusammenhang, den wir ja schon im Navigationssystem im Prinzip kennengelernt haben, der wird hier deutlich. Es gibt insgesamt, jetzt kommen wir auf die Wertsteigerungshebel zu sprechen, die jetzt hier auch sofort sichtbar sind. Es gibt insgesamt 10 Wertsteigerungshebel nach den beiden Autoren hier. Ne? 10 Stück. 4 haben wir gerade eben gesehen, also nicht der normativen Rahmen, das sind alles Wertsteigerungshebel. Ist klar, wenn Sie die nicht haben, dann haben Sie, wenn Sie nicht klar haben, die Mission und so weiter definiert haben, das ist natürlich ganz wichtig, dass alle, dass insofern auch bei McKinsey, diese Identität seitens der Beraterinnen und Berater besteht. Das ist unser Goal, das ist die Mission, das wollen wir erreichen. Das muss so in Fleisch und Blut übergehen, das muss man bei jedem Auftrag und so weiter, soll das die Wahrnehmung unserer Kunden, unserer Clients sein. Das ist super entscheidend, natürlich, das auch in der Form zu definieren, damit das auch dann so umgesetzt wird letztendlich. So, also Wertsteigerungshebel in Reinkultur. Sie sehen, dass am Ende kommt natürlich dann ein positiver Economic Value Added raus oder so. Ganz am Ende kommen dann diese finanzwirtschaftlichen Kennzahlen. Man muss das, wie gesagt, in so einer Art Performance Chain sehen. Ne? Performance Kennzahlen Chain, Kette. Ja? Und man muss differenziert auch diese Wertsteigerungshebel steuern und messen. Und gerade in dem Bereich gibt es noch so in der Praxis Umsetzungsprobleme. Nicht? Da gibt es dann auch so Aussagen, naja, diese normativen Werte, das steht, das sind alles Papiertiger, aber letztendlich, ich kenne kein Unternehmen, wo das wirklich alles so umgesetzt wird. Das ist ja eine furchtbare Aussage, also das ist ja eigentlich ganz schrecklich. Stellen Sie sich das mal vor. Also wir sollten doch den Anspruch haben, dass dann die Werte, die man da als Führungsgrundsätze definiert, dass die dann auch umgesetzt werden letztendlich und dass die Mission und die Vision wirklich auch tagtäglich umgesetzt wird. Also das ist schon wichtig. Darauf muss man achten, das muss man steuern. Das ist die Verantwortung eines Managements. Was denn sonst? So, okay. Also, es gibt 10 Wertsteigerungshebel nach diesem Konzept. Und es gibt diese 10 Wertsteigerungshebel werden in drei Gruppen klassifiziert. Ja, in drei Gruppen klassifiziert. Das ist erstens der normative Rahmen. Das ist zweitens die Corporate Strategy und drittens die Corporate Governance. Das sind die drei Gruppen, ne, wenn Sie so wollen. Ne, können Sie hinschreiben. Ne? Erstens, zweitens, da geht es um Strategizing und hier geht es um Governance. Drittens, Corporate Governance. Das sind also jetzt die drei Gruppen, normativ, strategisch, auf der Corporate-Ebene, Corporate Strategy. Sie sehen, das ist dieser erste Level, den wir jetzt hier betrachten. Nicht die Geschäftsbereichsstrategie. Das ist eine andere Ebene. Wir sind jetzt auf der Corporate-Ebene. Corporate-Ebene. Und dann die Governance-Ebene. So. Sie sehen, das Ganze dient natürlich ganzheitlich gegenüber den Stakeholdern, nachhaltige Vorteile gegenüber den Wettbewerbern in Einklang mit Gesellschaft und Umwelt. Das muss dann auch entsprechend den Anspruchsgruppen, alle Anspruchsgruppen, Stakeholder-Ansatz entsprechend kommuniziert werden, die Erfolge und so weiter. So, jetzt gehen wir mal die einzelnen Wertsteigerungshebel durch. Normative Rahmen haben wir schon abgehakt mit den Beispielen. Die Notwendigkeit in Bezug auf die Wertschöpfung dürfte klar geworden sein in der Hinsicht. Und jetzt geht es weiter. Ich würde sagen, fangen wir an mit, diesmal umgekehrt, gehen wir auf die drei mit der Corporate Governance. Ja, Governance, was ist damit mit Governance gemeint eigentlich? Ist das jemand? Governance, worum geht es da eigentlich? Nicht, also hier steht ja Corporate Governance. Governance, das ist im Prinzip, worum geht es da? Um die
Steuerungs- und Regelsysteme, sage ich mal. Ja? Da geht es um die Steuerungs- und Regelsysteme des Unternehmens. Und die Steuerungs- und Regelsysteme sind eben zum Beispiel eben die organisatorischen Strukturen, die man dann aufbaut. Also das Verhältnis von zentralen und dezentralen Einheiten, Geschäftsbereichen. Welche Kompetenz haben die auch organisatorisch? Sind das Investmentcenter, sind das Profitcenter? Das sind alles so Fragen, die hier geklärt werden sollen. Wie sind die Ablaufstrukturen, die Abstimmungsstrukturen, die Koordinationsstrukturen untereinander oder auch dann mit der Zentrale? Wie ist der, nicht zweitens jetzt hier in der Gruppe, wie ist der Interaktionsstil? Wie ist der Interaktionsstil? Wie geht die Zentrale mit den dezentralen Geschäftsbereichen um? Ja, also klar, die dezentralen Geschäftsbereiche, sie sind ja dann irgendwann mal, wenn sie einen bestimmten Bereich verantworten, auch berichtspflichtig gegenüber ihrer Chefin, ihrem Chef, je nachdem, auf welcher Hierarchieebene sie sich befinden. Die Geschäftsleitung, der Vorstand ist wieder berichtspflichtig gegenüber den Gesellschaftern und auch gegen den Aufsichtsrat und gegenüber den Abschlussprüfern. Also berichtspflichtig kein Ende, so gesehen. Ja, sie sind immer irgendwo berichtspflichtig. Oder im Zweifelfall, wenn sie Inhaberin, Inhaber sind, gegenüber sich selbst. Aber dann auch vielleicht gegenüber anderen Anspruchsgruppen, die man eben auch nicht außer Acht lassen sollte. Also Berichtspflicht besteht so oder so. Denn es muss ja hier insgesamt auch kommuniziert werden, nicht nur also in Bezug auf alle Anspruchsgruppen. Also, wie ist der Interaktionsstil? Ist der eher patriarchalisch? Ist er eher partizipativ? Ja, wie wird das eigentlich wahrgenommen aus Sicht der Geschäftsbereiche? Das ist eigentlich so der Punkt, der hier adressiert wird. Und wenn wir natürlich, ist dieser Stil abhängig von den Werten, wenn wir sagen hier oben, wir wollen partizipativ führen, dann sollte der Interaktionsstil natürlich nicht patriarchalisch sein. Das wäre der Widerspruch par excellence. Nicht? Das funktioniert nicht. Das muss passen. Da muss es einen Fit geben. Wenn es den Fit nicht gibt, dann haben Sie schon das erste Problem. Ziemlich massives Problem, würde ich sagen. Naja, weil dann rennen Ihnen diese exceptional people davon, nicht? Würde ich mal sagen. Heutzutage Generation Y erst recht. Mit Recht. So, Punkt, was das betrifft. Systeme, ja, da geht es um diese, ja, da geht es um PUC, da geht es um Plan- und Kontrollsysteme, da geht es um Informationssysteme, die Sie letztendlich brauchen, damit Sie Ihre Bereiche und die Zentrale richtig das Unternehmen steuern kann. Wir haben ja gesagt, Governance ist Steuerung und Regelungssysteme. Da geht es um die Grundstrukturen, da geht es aber auch um diesen Interaktionsstil und es geht halt eben um diese ganzen Führungssysteme, die Sie brauchen, um ein Unternehmen vernünftig steuern zu können. So, und da wir uns jetzt hier auf einer Corporate-Ebene bei einem Mehrgeschäftsunternehmen, gibt es da ganz besondere Herausforderungen, was die Steuerungssysteme betrifft, insbesondere im Hinblick dann auch auf die Koordination in Bezug auf die Bereiche. Man muss ja dann, da kommen wir drauf gleich hier auch zu sprechen, hier Thema Koordination im Einzelnen noch, was das eigentlich bedeutet im Rahmen dieses Corporate Managements. So. Also jetzt erstmal so diese Governance-Seite. Ich glaube auch hier, denke ich, deutlich geworden, dass das entscheidende Wertsteigerungshebel sind letztlich. Wenn Sie da keine vernünftigen Strukturen haben, keinen vernünftigen Interaktionsstil haben, keine vernünftigen Planungs- und Bewertungsinstrumente haben für die Entscheidungsfindung, dann können Sie keine gute Entscheidung treffen und dann sind die vermutlich, ist das Unternehmen nicht mehr, also nicht langfristig existenzfähig, vermute ich. Also die These würde ich mal aufstellen. Naja, gut. So sollte es natürlich nicht sein. Gut, dann haben wir bei der Corporate Strategy, wir bewegen uns wie gesagt auf der Unternehmensebene, aber dies jetzt geschäftsbereichsbezogen. Muss man so ein bisschen aufpassen. Wir sind auf der Unternehmensebene, aber hier geht es um, aber aus einer zentralen Sicht um die Geschäftsbereiche. Wie steuere ich quasi in zentraler Hinsicht meine Geschäftsbereiche? Und dazu sind drei Wertsteigerungshebel von Bedeutung: Konfiguration, Konzept und Koordination. So, die muss ich natürlich erklären. Wir sind so gesehen auch nicht selbsterklärend, glaube ich. Koordination vielleicht, aber in der differenzierten Form, die wir gleich sehen werden, sicherlich nicht.
Ich glaube, insgesamt ist es jetzt, bevor wir diese drei Wertsteigerungshebel hier im Einzelnen erörtern, ist es wichtig, noch zwei Grundbegriffe hier einzuführen. Und zwar das Corporate Premium und das sogenannte Corporate Surplus, was von den beiden Herren so eingeführt wird. Also, so aus Erinnerung machen, ich finde jetzt im Moment meine Notiz nicht dazu. Corporate Surplus und Corporate Premium. Corporate Surplus und Corporate Premium. Der Ansatz ist hier jetzt der, wie kann eigentlich, also wir haben ja gesagt, Wertschöpfung bei einem Mehrgeschäftsunternehmen. So. Und da besteht jetzt eben, also jetzt vorbereiten auf diese beiden Begriffe, da besteht jetzt eben die Idee, oder auch das ist quasi schon mit, glaube ich, da kann man auf Aristoteles sogar zurückgreifen, dass der Ansatz besteht eben darin, dass gesagt wird, dass das Ganze mehr wert ist als die Summe seiner Teile. Das Ganze ist mehr wert als die Summe seiner Teile. Das ist im Prinzip die Grundidee letztendlich auch bei Mehrgeschäftsunternehmen. Mit anderen Worten, wenn Sie Geschäftsbereiche isoliert voneinander bewerten und addieren, kommen Sie zu einem bestimmten Unternehmenswert. Aber dann würden Sie die quasi standalone betrachten. Aber natürlich gibt es, wenn Sie bestimmte Geschäftsbereiche in ein Unternehmen vereinen, sogenannte Synergieeffekte. Und diese Synergieeffekte, das ist im Prinzip letztendlich dann der Mehrwert, der durch ein Mehrgeschäftsunternehmen generiert wird, der dann eben dazu führt, dass das Ganze, das Gesamtunternehmen mehr wert ist als die Standalone-Werte der einzelnen Geschäftsbereiche. Das ist die Idee. Und die Corporate-Ebene, der Corporate-Level, also der Vorstand, die Geschäftsleitung, hat genau das zu erreichen. Die muss sicherstellen im Prinzip, dass da ein Mehrwert generiert wird. In diesem Sinne Werte geschafft werden. Sie sehen, das ist der Unterschied auch zur Geschäftsbereichsebene. Bei der Geschäftsbereichsebene geht es darum, dass Sie durch den guten Verkauf Ihrer Produkte in den Geschäftsbereich XY, in den Markt XY, eine hohe Wertschöpfung erzielen. Durch tolle Produkte, durch tolle Beratung, durch ein gutes Kostenmanagement und überhaupt treffen Sie immer einen Schwarzen mit Ihrem Produkt. Super, Kunden sind happy, klasse. Ja? Das ist eine Form der Wertschöpfung und es gibt dann eben aus dieser Corporate-Ebene, auf der Unternehmensebene, Sie sehen, das ist der zentrale Unterschied, dann eben die Aufgabe, die Mission so gesehen auf der Ebene, dass man eben diese Synergien hebt, also erkennt, hebt und steuert. Und eben diesen Mehrwert in dem Sinne schafft. Also nichts wäre schlimmer, also wir können das auch mal kurz veranschaulichen, ja, also mit diesem Surplus. Ne? Das ist eigentlich im Prinzip der Mehrwert, der da generiert wird. Nehmen wir mal an, Sie haben drei Geschäftsbereiche. So. Und die Balkenhöhe kennzeichnet jetzt die Höhe quasi des Geschäftsbereichswertes. Das sind die, sagen wir jetzt einfach mal, die abgezinsten zukünftigen Cashflows. Ja? Da kommen Sie auf den Wert. Einfach nur symbolisch jetzt dargestellt. Geschäftsbereich A und dann haben Sie noch einen Geschäftsbereich B. Da haben Sie so einen hohen Wert und dann, nicht, dass das zu viel wird, und für C so. Also einfach drei Geschäftsbereiche. So. Wenn wir jetzt schauen, der Gesamtunternehmenswert, sagen wir mal hier, das ist eben die Marktkapitalisierung, die Sie hier sehen. Ja? Marktkapitalisierung ist so hoch. Und genau diese Differenz jetzt hier, das ist quasi der Mehrwert. Das sind die Standalone-Werte, in Anführungsstrichen. Standalone-Werte. Also wenn Sie das Unternehmen zerschlagen würden, würden Sie immer so viel bekommen. Aber dadurch, dass es vereint ist, können Sie hier ein Corporate Surplus realisieren. Das ist der Mehrwert, der durch die Zusammenfassung, durch Synergien in diesem Unternehmen erzielt werden kann. Das wird auch vom Markt so entsprechend honoriert und so wahrgenommen.
Aktienkurse entsprechend hoch, höher als die Summe der Einzelwerte. So. Das ist der berühmte, also das ist der Corporate Surplus. Und es geht letztendlich darum, halt aus Sicht der Zentrale dann einen solchen Wert zu generieren. Stellen Sie sich vor, wenn der jetzt hier wäre, niedriger als die Standalone-Werte, ja, dann ist es sinnvoll, das Unternehmen logischerweise zu zerschlagen. Auch im Sinne übrigens der Stakeholder des Unternehmens, weil die dann nämlich mehr Geld verdienen könnten. Das darf nicht sein. Ja? So, und deswegen jetzt auch immer so der Vergleich. Jetzt gehen wir mal davon aus, das sei Eigentümer 1. Dann kann ich auch noch das Corporate Premium schnell erklären. Eigentümer 1. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ich mache das mal ein bisschen kleiner. Okay. Stellen wir uns mal vor, es gibt einen potenziellen Eigentümer 2, potenziell wohlgemerkt, und dieser könnte diesen Wert generieren, also mehr als Eigentümer 1. Da muss sich Eigentümer 1 natürlich ernsthaft fragen, was ist da los? Was kann ich tun? Das ist nicht gut, ne? Ist klar. Also hier, und diese Differenz, die wird als Corporate Premium verstanden. Manchmal wird auch hier von Parenting Advantage gesprochen. Also im Prinzip gibt es jetzt hier Töchter oder Söhne, die eigentlich nicht ins Unternehmen passen. Da gibt es bessere Eltern. Parenting Advantage. Also Eigentümer 2 würde so gesehen einen höheren Wert generieren. Jetzt bei drei Geschäftsbereichen ist es vielleicht ein bisschen schwierig. An der Stelle müsste Eigentümer 1 sich fragen, okay, das ist nicht okay. Okay, das ist nicht okay. Wir müssen zum Beispiel hier, das wissen wir auch, das passt nicht so zu uns, dieser Geschäftsbereich C, den verkaufen wir, der Eigentümer 2, der kann da einen viel, viel höheren Mehrwert generieren. Die anderen Bereiche passen zu uns und da sind wir, also im Prinzip die Ursache liegt jetzt hier in diesem Geschäftsbereich. Die anderen Bereiche, also damit wir auch noch weiter existieren, gehen wir davon aus, die passen absolut zu uns und dann ist alles wieder im grünen Bereich so gesehen. Da gibt es auch kein Parenting Advantage, kein Corporate Premium. Es ist im Prinzip dieser Bereich und den müssten wir dann auch wirklich verkaufen, weil offensichtlich dieser Bereich nicht so gut zu uns passt und ein anderes Unternehmen eine viel, viel höhere Wertschöpfung damit erzielen kann. Dann sollten wir den verkaufen und vielleicht einen passenderen Geschäftsbereich C finden, was eben hier zu unseren beiden Bereichen hier besser passt. Das wäre die Aufgabe. Da sehen Sie schon, das ist die Aufgabe eines Corporate Managements. Da geht es darum, natürlich jetzt hier bezogen auf Geschäftsbereiche, wie ich schon gerade sagte, bei dieser zweiten Gruppe, da bewegen wir uns ja gerade hier, da geht es darum, was wir diskutieren im Prinzip, ist das Thema Konfiguration gerade. Wir überlegen uns, was ist eigentlich die richtige Konfiguration unseres Gesamtunternehmens, welche Geschäftsbereiche sollten wir haben in unserem Gesamtunternehmen und welche sind da nicht so sinnvoll. Also mit anderen Worten, geht es hier worum, das kennen Sie auch, Diversifikation lässt grüßen. Das sind immer so die Fragen an der Stelle. Was gibt es da für Diversifikationsformen? Was haben Sie da kennengelernt? Das ist genau das Thema natürlich bei der Konfiguration auch. Diese Diversifikation, die zeigt dann auch an oder sollte eben überprüft werden, ist die Diversifikation sinnvoll oder nicht sinnvoll in Bezug auf die Geschäftsbereiche. Welche Diversifikationsform gibt es? Ja. Und lateral. Genau. Also vertikal, horizontal und lateral. Und jetzt geben Sie mir doch nochmal Beispiele für diese drei Diversifikationen. Das ist genau das Thema Konfiguration, nicht? Mehrgeschäftsunternehmen ist eine Diversifikation, wenn wir sagen, nicht nur ein Produkt, sondern wir wollen in mehreren Geschäftsbereichen tätig sein, dann haben Sie immer eine Diversifikation. So. Und jetzt müssen wir überlegen, ja, in welcher Form
Horizontal. Was ist eine horizontale Diversifikation? Wir verkaufen Bier und überlegen uns noch, was weiß ich, Fruchtsäfte zu verkaufen. Keine Ahnung. Oder was gibt es da jetzt so für Mixgetränke? Sie wissen, keine Ahnung. Machen ja alle Bierhersteller auch. Aber das ist dann sehr nah auch. Also auf jeden Fall irgendwie in diesem Getränkebereich. Das wäre horizontal. Vertikal? Oder lateral, ist egal wie Sie. Wo ist das Mikro? Vielleicht zum Beispiel Lidl, dass Lidl sich entscheidet, selber Farmen aufzubauen und Sachen anzubauen. Ja, vertikal. Ja. Genau, das ist die Vertikale. Ja, genau. Das stimmt. Jetzt fehlt noch ein Beispiel für lateral, ne? Ja, kriegen Sie das Mikro? Ein komplett anderes Produkt, also Ja. wenn zum Beispiel dann Krombacher anstatt Bier dann auf einmal Stühle oder sowas verkauft. Ja, genau. Das hat man natürlich immer so das Fit-Problem an der Stelle. Aber vielleicht eine große Diversifikation. Also denken Sie an die Zigaretten- oder Tabakhersteller, Philip Morris und so, nicht? Die rechtzeitig nicht da lateral auch diversifiziert haben und damit natürlich auch langfristig das Unternehmen so gesehen gerettet haben. Das ist aber ein gutes Beispiel, was ich Ja? jetzt mitbekommen Ja? Mikro? Gute Barsche, immer gut. habe. War glaube ich, Gillette mit der Ja? Übernahme von Duracell mit den Batterien, glaube Ja, ich. ja. Dann haben die ja Ja, diese ja. Drehende Dings organisiert. Ja. Was aber, also das ist also, das ist so das Klassische, was man so lernt, diese Diversifikationsform halt in dem Sinne. Dabei aber wichtig heutzutage, also Sie wissen, es geht ja auch, dann gab es ja auch mal so ne, im Hinblick, ja, wir sollten uns auf unsere Kernkompetenzen und so weiter besinnen, nicht, also mit der Lateralen ist es immer so ein bisschen schwierig halt und könnte gefährlich sein, weil das eigentlich nicht unser Geschäftsbereich ist. Schon vertikal, Verlagsunternehmen kauft Buchhandlungen, so, das wäre ja auch eine Form, nicht, man geht in den Verkauf, man will Point-of-Sale-Erfahrungen gewinnen für die Bücher und stellt dann irgendwann fest, naja, also das bringt nicht wirklich so viel und verkauft dann wieder diese Buchhandlungen. Das wäre aus Sicht des Verlags. Das sind dann genau die Überlegungen, die hier angestellt werden. Ist das sinnvoll? Passt das zu unserem Unternehmen oder sollten wir die nicht besser verkaufen? Das ist eigentlich nicht wirklich unser Geschäft und das bringt uns keinen Mehrwert in dem Sinne, also verkaufen wir das besser wieder, diese Buchhandlung. Ja, mit dem, das bringt uns nicht so viel. Ne? Und das sind Entscheidungen, die auf der Corporate-Ebene gefällt werden, so gesehen. Ja? Ich bringe dieses Verlagsbeispiel, weil ich da selbst noch entscheidende, also da so die Erfahrung auch gesammelt habe, dann wurde das wohl halt die Buchhandlung irgendwann mal verkauft. Aber das gilt generell. Das ist genau der Punkt, der hier deutlich werden soll. Was sollte man dazu kaufen? Was sollte man verkaufen? Also im Prinzip Mergers and Acquisition dann auch, ne? Was sich dahinter verbirgt. Unternehmensbewertung, Mehrwert und natürlich dann eben Synergiebewertung und Synergiemanagement, das kommt. Wichtig ist in dem Rahmen das grundlegende Konzept. Das ist jedenfalls aus Sicht von Müller-Stilbens und Brauer eben wichtig, auch in Bezug auf diese Diversifikationsform. Denn irgendwo muss es, und das ist die Auffassung der Herren, muss es da ein Identitätspol geben, eine gemeinsame Klammer geben für eine nachhaltige Wertschöpfung. Und das ist das Grundkonzept. Also das Grundkonzept ist quasi die gemeinsame Klammer, die irgendwo bestehen sollte in Bezug auf diese Geschäftsbereiche, die in dem Unternehmen vereint werden. Also eigentlich nicht so eine extreme Form der lateralen Diversifikation. Das wird hier so gesehen nicht wirklich empfohlen. Ja, es sollte irgendwo eine gemeinsame, also grundsätzlich heißt, es gibt auch Ausnahmen, ja, aber grundsätzlich sollte es da so eine gemeinsame Klammer geben, Identitätspol. Und das sollte jedes Unternehmen, wie auch die Mission, formulieren. Beispielsweise, ich bringe Ihnen ein Beispiel, da finde ich das sehr, sehr gut gelungen, und zwar Thyssen. Thyssen, da könnte man das Konzept wie folgt definieren. Diversifizierter Industriekonzern mit Engineering-Kompetenz, Stahl, Anlage, Aufzug.
Ich habe das nicht erfunden natürlich, ich habe das mal gehört im Rahmen eines betriebswirtschaftlichen Vortrags des Finanzvorstands von Thyssen. Der das nicht so in der Form als grundlegendes Konzept oder Klammer natürlich vorgetragen, aber letztendlich ist es das. Das ist das, was Sie hier theoretisch meinen, das ist ein praktisches Beispiel einfach dafür, das ist die gemeinsame Klammer. Engineering-Kompetenz, aber eben nicht Bezug auf Stahlanlage und Aufzug. Das ist so im Prinzip so, was sollte man auch in der Form formulieren. Diversifikation, ja, aber es gibt da so einen Kern. Und der sollte dadurch zum Ausdruck kommen. Ja, das ist also dieses Konzept, was Müller-Stevens da meint. Und als letzten, nicht zuletzt jetzt der Wertsteigerungshebel Koordination. Koordination ist ja auch bekanntermaßen ein sehr schillernder betriebswirtschaftlicher Begriff, aber von extremer Bedeutung. Ich sage mal, also wir werden natürlich auch, wenn wir die Controlling-Konzeption dann irgendwann nochmal hier uns anschauen, da gibt es ja auch eine Koordinationskonzeption des Controllings, die werden wir uns natürlich dann auch besprechen. Hier sehen wir eben auch jetzt in dem Beispiel den Wertsteigerungshebel Koordination. Im Bereich der Organisation ist die Koordination auch von großer Bedeutung. Man kann im Prinzip das organisatorische oder die Organisation, die Aufgabe der Organisation kurz fassen, es ist ein Dualproblem. Das Dualproblem besteht aus erstens Arbeitsteilung und zweitens Koordination. Also aufgrund der, nur als das als Beispiel, das kann man nämlich sehr kurz darstellen, in dem Sinne, dass Sie dann einen weiteren Begriff auch der Koordination haben letztendlich. Wir haben natürlich begrenzte Informationskapazitäten. Wir können nicht an allen möglichen Orten gleichzeitig sein und uns klonen. Wir haben auch vielleicht bestimmte Fähigkeiten oder Spezialwissen nicht, IT-mäßig oder sonst wie nicht. Ja. Also insofern macht es Sinn, wenn ein Unternehmen wächst, sich irgendwo dann die Arbeit aufzuteilen. Mit anderen Worten, man muss sich darüber Gedanken machen, das ist natürlich Ihre Aufgabe, das erste Problem, eine richtige Form der Arbeitsteilung zu finden. Wer sollte eigentlich was machen und welchen Spezialisten muss ich einstellen und so weiter, damit wir letztlich im Unternehmen gut arbeiten. Also mit anderen Worten, wenn das Unternehmen wächst, größer wird, man nicht mehr alles selbst machen kann und da auch einen realistischen Blick hat, dass man es nicht kann, alles alleine, sondern eben zusammenarbeitet. Das macht ja dann auch den Sinn eines Unternehmens letztendlich aus, dass man zusammenarbeitet, hoffentlich als Team, nämlich, Sie sehen da auch schon eine Wertsetzung, dass man hier sich Gedanken macht über eine sinnvolle Arbeitsteilung. Das ist erstmal nicht so einfach. So. Wenn man das hat, dann muss man aber auf der anderen Seite auch wiederum sicherstellen, das ist dann auch wieder eine wichtige Aufgabe, dass nicht die Bereiche, die Arbeit quasi oder die Bereiche mit ihren Aufträgen oder Aufgaben auseinanderdriften und im Prinzip das machen, wo sie gerade lustig sind, so funktionsbezogen, so als Selbstzweck. Sondern letztendlich muss da natürlich am Ende wieder was Vernünftiges bei rauskommen. Also insofern ist es wichtig dann, wenn man eine Arbeitsteilung vorführt, dass man anschließend natürlich wieder koordiniert, dass da am Ende was Vernünftiges bei rauskommt und dass das nicht irgendwie auseinanderdriftet. Also nur ganz kurz eben, das ist eigentlich so auch ganz kurz gefasst das Problem, das Dualproblem der Organisation. Darum geht es dann letztlich, wenn Sie organisieren, darauf eben zu achten, was ist eine sinnvolle Arbeitsteilung, wer macht was, bis wann und so weiter. Und irgendwo muss es dann auch zusammenpassen mit allen anderen Bereichen. Und das nennt man dann Koordination. Aus der organisatorischen Perspektive. Hier, also Sie sehen, es gibt verschiedene Perspektiven der Koordination. Aus der organisatorischen Perspektive und jetzt eben aus der Perspektive des Corporate Managements. Und später werden wir das nochmal aus der Perspektive des Controllings kennenlernen. Insofern eben schillernd, weil es verschiedene Perspektiven gibt und man ist gut beraten, wenn man diese verschiedenen Perspektiven abgrenzen kann. So, Koordination jetzt hier in diesem Sinne, was ist damit gemeint? Es geht letztendlich hier um die Synergien. Ja? Und zwar letztendlich sind diese Geschäftsbereiche so zu koordinieren, dass da ein maximaler Mehrwert generiert wird. Das ist im Prinzip der Auftrag, aus der Corporate-Sicht maximalen Mehrwert in dem Sinne generieren durch eine sinnvolle Koordination.
sprich durch Hebung von Synergien. Und da gibt es vier Synergiehebel, die wir jetzt hier nach und nach besprechen wollen. Also Koordination, hier in dem Zusammenhang eben im Sinne von Synergien bitte verstehen. Koordination im Sinne von Synergien. Also wenn da ein neuer Geschäftsbereich gekauft wird oder organisch sich im Unternehmen entwickelt, das ist ja vielleicht auch möglich, dann geht es immer darum, eben das mit den anderen Geschäftsbereichen sinnvoll zu koordinieren und damit dann auch Synergiewerte zu generieren. Gut. Erste Gruppe von Synergien sind die sogenannten operativen Synergien. So, fangen wir damit an. Operative Synergien. Und zwar durch A, B, C, sagen wir mal. Ne? A, teilen. B, transferieren. Transfer. Ich erkläre das noch im Einzelnen gleich. Und C, kombinieren. Kombinieren. So. Koordination im Sinne von Synergien. So, jetzt also Aufgabe fürs Corporate Management festzustellen, in welcher Form können wir denn operative Synergien erzielen? Zum Beispiel durch Teilen von Ressourcen im Sinne von Konzentration. Das heißt, das, was Sie beim Kollegen Fries auch lernen, gelernt haben schon, weiß jetzt nicht, ausführlich, das ist das Thema Shared Service Center. Das ist ein typisches Beispiel. Konzentration, das heißt gemeinsamer Einkauf, gemeinsame IT-Dienstleistung, da gibt es eine Zentrale oder auch die Buchhaltung wird nicht dezentral in jeder Filiale hier. Douglas gibt es eine eigene Buchhaltung, da gibt es natürlich eine zentrale Buchhaltung in Hagen, ne, sitzen die ja. Ne? So, und klar. So. Also, Teilen von Ressourcen, wir ergänzen das einfach hier hinten. Durch Konzentration in der Zentrale. Vielleicht, wenn man weltweit unterwegs ist, sollte man da vielleicht nicht alles in Deutschland zentralisieren und da auch dezentrale Standorte natürlich haben. Also durch Konzentration, auf jeden Fall aber durch Konzentration, na, dass man natürlich im asiatischen Raum da in Bangkok was hat oder sowas, keine Ahnung, nicht, dass ja auch so ein in Südamerika dann bestimmte Zentren, Konzentrationszentren hat, die da so den Bereich dann unterstützen, die Geschäftsbereiche dort unterstützen. Durch Konzentration, Klammer auf, zum Beispiel durch, jetzt darf ich nicht mehr so viel schreiben, ich habe mir nicht so viel Platz gelassen, Shared, und Sie natürlich auch nicht, weil Sie mir da vertrauen, ist klar. Service Center, Pünktchen, Pünktchen, Sie wissen ja, also Shared Service Center, Einkauf, IT, da können Sie ja Beispiele bringen. Brauchen wir, glaube ich, nicht aufzuschreiben. Das ist okay. Oder zum Beispiel auch jetzt Transfer als nächstes Beispiel jetzt hier, dass man aus den verschiedensten Geschäftsbereichen bestimmte Best Practices transferiert in andere Bereiche. Und dieses Potenzial, dieses Synergiepotenzial ist natürlich umso höher, je näher die Geschäftsbereiche sich also inhaltlich, also desto, je höher die Verwandtschaft ist der Geschäftsbereiche, desto höher ist natürlich auch dieses Synergiepotenzial. Ja, das dürfte klar sein. Das ist dann nicht mehr möglich, wenn es also nicht mehr überhaupt nicht zusammenpasst, dann haben Sie an der Stelle natürlich nicht so viel, Potenzial. Also Transfer, Klammer auf, zum Beispiel Best Practice. Es gibt in einem bestimmten Geschäftsbereich, wir haben ein Unternehmen gekauft und die haben ein super QM-System und das können wir eigentlich auch so übertragen. Das ist eine immaterielle Ressource so gesehen. Ja, das können wir übertragen auch auf andere Geschäftsbereiche mit den entsprechenden Anpassungen. Zum Beispiel Best Practices.
Ja, kombinieren. Da geht es im Prinzip um Bündelung, insbesondere also möglich, wenn Sie da so komplementäre Ressourcen haben, also dass Sie da neue Leistungsangebote definieren, integrieren, bündeln, integrierte Kundenlösungen auch anbieten, nicht alles aus einer Hand anbieten können und so, dann ist das natürlich auch von Vorteil. Oder dass Sie dann mit einem gemeinsamen Außendienst, naja, wir sind in China schon unterwegs und die können dann auch die Produkte des Geschäftsbereiches YZ verkaufen. Was machen die einfach? Das ist Synergie, ja? Gemeinsamer Außendienst. Also kombinieren, komplementärer, ja, die sollten natürlich sich irgendwo ergänzen, komplementärer, komplementärer, ich weiß nicht, ob es besser geworden ist, komplementäre Ressourcen, zum Beispiel Bundling von Leistungsangeboten, integrierte Kundenlösungen, alles aus einer Hand, ne? Gemeinsamer AD. Außendienst. Bundling, ne? Cross-Selling und so, nicht? Integrierte Kundenlösungen, manchmal sind wir sehr sparsam hier, gemeinsamer Außendienst. Wie gesagt, das Potenzial dieser operativen Synergien wächst mit zunehmendem Verwandtschaftsgrad. Davon ist das eigentlich so der Treiber an der Stelle. Gemeinsame Märkte hat, gemeinsame Kunden, gemeinsame Technologien, dann ergeben sich hier natürlich gute Synergiemöglichkeiten. Und die muss eine Zentrale in dem Sinne generieren, die müssen geschaffen werden. Dafür hat man übrigens auch das Geld ausgegeben für die Unternehmen, die man zum Beispiel gekauft hat. Das Ganze muss sich amortisieren, das müssen sie steuern, das muss geplant werden, das muss kontrolliert werden mit Kennzahlen. Da sind natürlich auch Menschen dabei, ja, also insofern ist es da auch wichtig, dass man da den Mensch natürlich beachtet und nicht so im Sinne eines Business Process Re-Engineering das ganz technisch angeht, sondern man hat hier auch, wobei sich das jetzt auch ein bisschen widersprüchlich und technisch anhört, ein Social Re-Engineering, ja, aber auf jeden Fall muss man den Menschen hier berücksichtigen, das Humane, naja, gut. Den Erfolg. Also das sind die operativen Synergien. Erster Bereich. Zweiter Bereich, hoffentlich gibt es eine Vielzahl von Management-Synergien. Also wie kann man Mehrwert schaffen durch Synergien? Darum geht es. Management-Synergien. Doppelpunkt. So. Ja, wie kann man eine Wertsteigerung erzielen? Durch kohärente, wertsteigernde, geschäftsübergreifende Systeme, Managementsysteme, Routinen und so weiter. Das ist eigentlich im Wesentlichen gemeint. Und dazu ist es wichtig, beispielsweise, nicht, dass, was haben wir immer, A oder Groß A, machen wir es einheitlich, dass die strategischen Fähigkeiten, die hoffentlich in der Zentrale professionell vorhanden sind, nicht? Also da wird wirklich natürlich alles im Sinne der St. Gallener Schule, wie denn sonst, das ist ganz klar, die sollten natürlich vorhanden sein und die sollten dann natürlich in die neuen Geschäftsbereiche, die da vielleicht noch in Anführungsstrichen unterentwickelt sind, infundiert werden. Nach dem Motto, ja, wenn man gutes strategisches Management hat, dann arbeitet man natürlich nachhaltig auch besser, nicht? Das ist ja die These, nicht? Die dahinter steckt. Dann erzielt man Wertsteigerung. Also mit anderen Worten, Aufgabe hier, Management-Synergien infundieren und das natürlich sehr medizinbezogen, Sie wissen, Infusion, aber das ist sehr radikal im Prinzip ausgedrückt, die Infusion, nicht? Also infundieren von strategischen Fähigkeiten, also es muss richtig
in den Blutkreislauf so gesehen. Also das, so ist ja, die starke Ausdruckskraft, die da letztlich dahinter steckt, in den Blutkreislauf aller Mitarbeiter und Mitarbeiter gehen. Das ist dann auch mit anderen Worten, oder man kann es auch einfacher vielleicht ausdrücken, dass es dann auch wirklich gelebt wird. Und dazu ist es ganz wichtig, dass man da ja, sehr engagiert, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Sinne begeistert und damit letztlich die Infusion darstellt. Also Infusion hört sich auch so ein bisschen technisch an, medizinbezogen. Und, aber gut, Infundieren von von strategischen Fähigkeiten erstmal. Dann kommen aber auch die organisatorischen Fähigkeiten. Von strategischen Fähigkeiten. Diese Zentrale, die kennt den GMN. Die weiß genau, wie die Strategien umgesetzt werden. Die weiß genau, wie man da die Mitarbeiter motiviert und begeistert. Das sind die strategischen Fähigkeiten. Und das muss natürlich auch rüberkommen, auf allen Ebenen heruntergebrochen werden des Unternehmens. Infundieren von strategischen Fähigkeiten. Doppelpunkt, Vision, Mission, was wir da besprochen haben. B, das Gleiche in Bezug auf organisatorische Fähigkeiten, in Bezug auf die Managementsysteme, in Bezug auf Planung und Kontrollsysteme, in Bezug auf Informationssysteme. Da wird ein Mittelständler gekauft, dessen Controlling auch völlig unterentwickelt ist und der wird jetzt sofort angedockt und plötzlich sind da Kennzahlen und alle freuen sich bei diesem mittelständischen Unternehmen, dass sie jetzt endlich ihre Bereiche mal vernünftig steuern können, weil sie jetzt alle die Kennzahlen brauchen, die sie schon seit Jahren gefordert haben für die Steuerung und so weiter. So, ne? Also informieren, ne? Das ist dann quasi, das sind die Fähigkeiten, die man haben sollte dann auch als Zentrale. Aus zum Beispiel informelles Inhouse-Consulting, nicht? Beispielsweise durch eine Corporate-Marktforschung, beispielsweise, dass man Spezialfähigkeiten hat in der Zentrale und dann für alle Geschäftsbereiche auch anbietet. Man muss da nicht irgendwie zu irgendeiner Agentur gehen und da, wir haben ja gesehen, es ist ziemlich wichtig, differenziert, dass man auch Marktkenntnisse bekommt. Insofern ist es für große Unternehmen sicherlich eine sinnvolle Maßnahme, eine Corporate-Marktforschung zu installieren, um direkt mit entsprechenden Verfahren wie Conjoint-Analyse eine vernünftige Businessplanung für neue Produkte aufstellen zu können und dann auch zudem eine Integration mit den finanzwirtschaftlichen Ansätzen darzustellen. Also eine sinnvolle Sache, so gesehen, das zu verbinden. Also nochmal kurz gesagt aufgeschrieben, infundieren von organisatorischen Fähigkeiten. Organisatorischen Fähigkeiten, da sind das Profis hoffentlich, in die strategischen, in SGS, SGES, also strategische Geschäftseinheiten, abgekürzt geschrieben, infundieren von organisatorischen Fähigkeiten in strategische Geschäftseinheiten. Zum Beispiel Führungssystem. Da geht es dann eben auch um die Führungsgrundsätze, die ja so super ausgebildet sind in der Zentrale, nicht die Werte, da gibt es Führungsgrundsätze und da wird auch Wert drauf gelegt, dass die gelebt werden, also richtig so, wie man sich das vorstellt, so idealtypisch, zum Beispiel eben Führungssystem im Sinne dann auch von, schauen wir es auch nochmal ergänzend dazu, Führungskräfteentwicklung, das gehört nämlich dann auch dazu, Führungskräfteentwicklung. Management, jetzt kommen die ganzen Management-Systeme natürlich. Management-Systeme. Ich brauche nichts mehr da. Also da eine Klammer dazu zu schreiben, noch eine weitere Klammer. Die Klammer habe ich noch gar nicht sogar. Also Planung, Kontrolle, P&K, PUC-System, Infosystem, all das ist damit gemeint, mit Management-Systemen. Nicht? Performance-Systeme, Kennzahlensysteme. Das ist damit gemeint. Also Management. Management-Systeme und was konnte ich nicht lesen? Führungssystem im Sinne von Führungskräfteentwicklung, ja? Und Kultur. Da Sie das sagen, fällt mir gerade ein, das könnten wir auch noch vielleicht ergänzen, das Thema Kultur wieder. Ja? Also im Sinne von Führungskräfteentwicklung und Kultur. Die Werte halt eben. Management-System oder zu
zum Beispiel jetzt hier so eine Corporate MAFO, Marktforschung. Das hat dann auch, oder Corporate In-House Consulting in Bezug auf Management-Systeme zum Beispiel, wäre vielleicht dann auch ganz, ganz wichtig, wenn neue Unternehmen gekauft werden und dann die Systeme integriert werden. Dann bedarf es da natürlich auch einer professionellen Organisation in der Zentrale, dass die im Sinne der Post-Merger Integration dann auch diese Integration sicherstellen und darstellen können und überzeugen können natürlich auch. Deswegen ist mir an der Stelle auch diese Kultur auch nochmal so wichtig, denn daran scheitert es häufig in der Praxis. Also auch hier bitte nicht rein technisch das ganze Thema angehen, sondern immer den Menschen auch beachten. So, also Infundieren von organisatorischen Fähigkeiten und so weiter, das glaube ich haben wir jetzt ganz gut erklärt. Letztendlich, wenn diese Managementsysteme, die sind ja dann auch wiederum Voraussetzung dafür, dass überhaupt die unternehmensbezogenen Strategien und die Geschäftsstrategien gut umgesetzt werden können, dass dann Implementierungserfolg dann auch gegeben ist. Es geht ja immer dann auch darum, dass, wie gesagt, der strategische Wandel wirklich vollzogen wird, also im Sinne jetzt eben von Müller Stevens wieder, und insofern Implementierungserfolge letztlich sichergestellt werden, und dazu ist es eben ISB halt essentiell. So. Ne? Management-Synergien. Das sind die Management-Synergien. So, dann haben wir drittens die sogenannten Finanzsynergien. Finanzsynergien. Da fällt mir gerade ein, das ist immer auch sehr plakativ, habe ich vergessen. Also bei den operativen Synergien kann man das, also die operativen Synergien nach dem Motto, das Ganze ist mehr wert als die Summe seiner Teile, kann man das mathematisch schön widersprüchlich darstellen, aber trotzdem sehr plakativ darstellen. In dem Sinne nämlich, dass 2 und 2 gleich 5 ist oder am besten gleich 100 ist, ja. Um noch einen höheren Mehrwert zu generieren. Ja? Die Summe der Einzelteile, nicht, ist weniger als, also das Ganze ist mehr wert als die Summe der Einzelteile. Das wird hier nochmal ausgedrückt. Was also mathematisch widersprüchlich eigentlich ist, aber ist genau der Punkt jetzt hier, praktisch gesprochen. 2 plus 2 ist 5 oder nochmal im besten. 100, 1000, Millionen, je nachdem, wie die Skalierung halt eben ist. Aber ich bringe die 5 deshalb, weil ich das mit der 2 und 2 gleich nochmal bringe. Hier unten bringe nämlich, also mir ist es jetzt gerade aufgefallen, weil bei den Finanzsynergien ist es genau umgekehrt. Ja? Genau. Es geht nämlich hier um die Risikoreduktion. 2 plus 2 ist gleich 3. Ja? Im Sinne von Risikoreduktion nämlich. Und damit natürlich eine positive Synergie und damit natürlich auch eine Reduktion der Kapitalkosten. Darum geht es letztendlich. Bei den Finanzsynergien geht es immer um Reduktion dann von Kapitalkosten. Also Wertsteigerung durch reduzierte Kapitalkosten und erhöhte finanzielle Flexibilität. Das sind Finanzsynergien. Ja? Also, A, also Wertsteigerung durch reduzierte Kapitalkosten und mehr finanzielle Flexibilität für die Geschäftsbereiche. Da gibt's in der Zentrale gibt es da nicht, die sorgen sich, kümmern sich um das Geld, dass die Geschäftsbereiche natürlich brauchen, damit die ihr Geschäft da machen können. Wenn sie aber Standalone wären, kleiner Geschäftsbereich, ist das natürlich schon mit Aufwand verbunden und nicht so einfach und so schnell vor allem an das Geld ranzukommen. Das ist nicht so einfach. In einem gut geführten Mehrgeschäftsunternehmen ist das leichter. Wesentlich flexibler. Da gibt es dann eben die Profis, die mit den Banken verhandeln, und da kann quasi von heute auf morgen mal so, je nach Größe des Unternehmens, mal 10 Millionen, mal 50 Millionen bereitgestellt werden. Wenn Sie da ein einzelnes Standalone-Unternehmen sind, ist das nicht so einfach. Da müssen Sie erstmal mit den Banken sprechen und die überzeugen. Mit guten Businessplänen. Und überhaupt mit der guten Unternehmensführung, sonst brauchen Sie da gar nicht erst anzutreten. So, also,
letztendlich Risikoreduktion, also Vorteile aus der Risikoreduktion. Wie gesagt, diversifiziertes Unternehmen. Und wenn Sie ein diversifiziertes Unternehmen sind, dann haben Sie auch eben, da oben steht es, weniger Risiko, aber nur unter einer ganz bestimmten Bedingung, nämlich dann, wenn die Cashflows negativ korreliert sind. Ja, nur dann. Wenn die Cashflows in den Geschäftsbereichen, sagen wir jetzt mit plus 1, also komplett positiv korreliert sind, dann haben Sie überhaupt keine Diversifikation, dann haben Sie überhaupt keine Risikoreduktion, weil wenn ein Produkt im Keller ist, alle anderen auch im Keller sind. So, das ist der Punkt. Sobald der Korrelationskoeffizient zwischen den einzelnen Geschäftsbereichen kleiner als 1 ist, haben Sie schon eine Diversifikation, haben Sie eine Risikoreduktion und damit letztendlich auch geringere Kapitalkosten. Denn die Banken lassen natürlich, je höher die Volatilität ist, übrigens Sie auch als Eigenkapitalgeber, berücksichtigen das natürlich dann in Bezug auf Ihre erwartete Verzinsung. Sie lassen sich das vergüten, wenn Sie mehr Risiko eingehen. Ist das so, dass eine vernünftige Kauffrau, ein vernünftiger Kaufmann natürlich das in Form einer entsprechenden Risikoprämie selbstverständlich einkalkuliert und hoffentlich natürlich so viel Geld hat, dass man sich diese Risiken erlauben kann und nicht irgendwie Geld dafür auch noch aufnimmt. Das wäre ein Problem. Dann ist man Zockerin, Zocker. Das sollte man nicht sein als Unternehmer oder auch als Anleger. Naja, also Vorteile aus der Risikoreduktion. Aufgrund eines Geschäftsportfolios mit negativ korrelierten Cashflows, kurz gesagt. Ne? Aufgrund eines Geschäftsportfolios, mit negativ korrelierten, also dann ist natürlich die Risikoreduktion noch größer. CFs steht für Cashflows. Vorteile aus der Risikoreduktion aufgrund eines Geschäfts mit negativ korrelierten Cashflows. Damit könnten wir dann im besten Fall ein AAA-Rating, ne? 3A und so. Das werden Sie ja diese Ratings vielleicht beim Kollegen Meissner besprechen. So. Also einfach mit anderen Worten, je größer da die Diversifikation, je geringer das Risiko ist aus Sicht der Kapitalgeber, desto geringer sind letztendlich die Kapitalkosten. Also das führt letztendlich zu geringere Kapitalkosten. So. B, ich hatte das schon kurz gesagt, können Sie was nicht lesen? Geringere Kapitalkosten, was wollen Sie sprechen? Hier kann man das echt nicht. nicht 3A ja, also eigentlich sagt man Triple A, nicht? Aber ich bin mal wieder sehr sparsam, einfach die Zahl dahingeschrieben, 3 mal A. Triple A. Geringere Kapitalkosten, also im besten Fall. Das führt dann zu geringeren Kapitalkosten. Genau. Vorteile aus einer besseren Kapitalallokation, also Vorteile aus einer besseren, und zwar besseren, also im Sinne von flexibleren, jetzt muss ich das so auch so schreiben, Vorteile aus einer besseren, flexibleren Kapitalallokation, Verteilung. Ne? Allokation heißt Verteilung immer. Ne? Das knappe Geld, ne? Im Unternehmen, das knappe Finanzkapital sollte natürlich sinnvoll verteilt werden, aber eben hier eben flexibler, schneller möglich, als wenn man da selbst alleine zur Bank rennen muss und erstmal da alles erklären muss. Sondern das kann über das Gesamtunternehmen, wenn da die Banken sagen, ist überhaupt kein Risiko. Ich hatte gerade vorhin ja dieses Beispiel Thyssen, das ist mir diesbezüglich auch noch sehr gut in Erinnerung. Das ist aus der Schmalenbach-Tagung, da gibt es immer schöne Tagungen. Ja.
Gibt es eben auch Praktiker, die da gelegentlich vortragen. Das ist ja eine sehr nicht universitätsbezogene Veranstaltung, die Schmalenbach-Tagung, betriebswirtschaftliche Veranstaltung. Und dieser Mensch da von Thyssen, der hat dann die verschiedenen Geschäftsbereiche eben aufgezeigt und die Volatilität, das wurde also richtig auch gerechnet, auch die Korrelationen natürlich gerechnet. Und letztendlich, interessanterweise, ist dann wirklich halt, dann gibt es natürlich bei bestimmten sehr hohe Ausschläge, also hochvolatil, und andere, die gehen dann in die andere Richtung. Und letztendlich kommen die zu einem stabilen, insgesamt bezogen auf das Gesamtunternehmen, zu einem stabilen Cashflow. Und damit können sie natürlich ganz einfach gegenüber den Banken auch argumentieren und das auch aufzeigen, auch mit vergangenheitsbezogenen Werten. Und zwar, das wird ja alles dann belegt und die steuern das ja natürlich auch entsprechend. Und so kommen sie dann natürlich auch, kommen die Geschäftsbereiche dann ihrerseits sehr viel schneller an das Geld ran, als wenn sie da einzeln vorgehen würden. Das ist schon von großem Vorteil. Und dann eben günstiger, das haben wir hier oben bei A schon stehen. Und C, was auch nicht zu unterschätzen ist, ist dann eben, besteht generell natürlich auch die Möglichkeit einer höheren Schuldenkapazität. Also das ist ein typischer Größeneffekt. Je größer das Unternehmen, je besser also auch so gesehen diese ganzen Managementsysteme und das ganze Risikomanagement betrieben wird, desto höher ist natürlich auch die Möglichkeit, Fremdkapital aufzunehmen. Und wenn Sie mehr Fremdkapital aufnehmen, hat das natürlich dann Steuervorteile. Und die sind nicht unwesentlich, sage ich mal. Das werden wir dann noch später sehen, wenn wir über DCF-Verfahren sprechen. Das hat eine sehr, sehr hohe Auswirkung, das sogenannte Tax Shield, das sind die Steuervorteile. Denn wie Sie wissen, sind die Fremdkapitalzinsen ja eben gewerbesteuerlich in einem bestimmten Ausmaß eben abzugsfähig, ne? Zu 75%. Und reduzieren somit die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer und zu 100% die Bemessungsgrundlage der Körperschaftssteuer. Nicht? So. Und dann, wenn man dann auch noch, aber ich will jetzt nicht hier die Steuerthema zu weit betreiben, ja, das lernen Sie vielleicht auch bei den Kollegen kennen, dann gibt es natürlich auch noch abgeltungssteuerliche Effekte. Nicht? Also nicht, wenn das Geld ausgeschüttet wird, dann sind Sie ja als Eigenkapitalgeber auch nochmal steuerpflichtig. So. Naja, das muss man halt alles so gesehen berücksichtigen. Auf jeden Fall hier mit der Gewerbe- oder in Bezug auf die Ertragssteuer gibt es Vorteile. Ausschöpfung von Steuervorteilen durch eine höhere Schuldenkapazität. Also, mit anderen Worten, via Fremdkapitalfinanzierung Wertschöpfung betreiben. Ja, das ist es. Via Fremdkapitalfinanzierung Wertschöpfung betreiben. Also nicht nur diese, je geringer die Eigenkapitalkosten, je geringer die Fremdkapitalkosten sind, desto höher ist die Wertschöpfung. Je höher die Steuervorteile sind, desto höher ist die Wertschöpfung. Also das sind eben diese berühmten Finanzsynergien, letztendlich im Prinzip zurückzuführen auf diese Risikoreduktion und natürlich auf diese Größeneffekte. Und viertens gibt es dann die Marktmachtsynergien, aber ich würde vorschlagen, die machen wir dann nächste Woche. Jetzt können Sie sich erstmal mal abschließend zu diesen Marktmachtsynergien. Das wäre jetzt also das vierte Bündel von Synergiearten, die wir im Rahmen der Koordination beachten sollte bzw. heben sollte. Markt, Macht, Synergien. So, Markt, Macht, Synergien. Ja, da ist zunächst mal das Thema zu nennen. Ist klar, also Five Forces lassen grüßen in dem Zusammenhang. Oder auch große Unternehmen haben natürlich dann die Möglichkeit, zum Beispiel durch eben Verdrängungspreise, durch eine Niedrigpreispolitik, andere Wettbewerber vom Markt zu verdrängen. Also Verdrängungswettbewerb, Verdrängungspreise, das nennt man dann auch Predatory Pricing. Neudeutsch. Habe ich das jetzt richtig? Doch, ja, das ist richtig geschrieben. Pricing. Also auf Deutsch einfach Verdrängungspreise, Verdrängungspreiswettbewerb.
Das heißt also, wenn wir also ein Mehrgeschäftsunternehmen sind und wir haben einen strategischen Geschäftsbereich, der läuft halt sehr gut, der andere ist noch in der Anfangsphase, dann können wir natürlich aus den Cashflows des gut laufenden strategischen Geschäftsbereich, einen neuen strategischen Geschäftsbereich diesbezüglich unterstützen und so gesehen für einen längeren Zeitraum auch unter den Grenzkosten anbieten. Ein anderer könnte das nicht und insofern, das nennt man halt eben Verdrängungswettbewerb, die können nicht so lange durchhalten, weil sie eben klein sind, weil sie eben kein Mehrgeschäftsunternehmen sind und das nennt man eben Verdrängungswettbewerb. Ja. Predatory Pricing. Also man kann über einen bestimmten Zeitraum unter den Grenzkosten anbieten. Andere, kleinere, nicht mehr Geschäftsunternehmen, die nicht so viele Geschäftsbereiche haben und da ausgleichen können, können das nicht durchhalten. So. Die Frage, inwieweit das moralisch okay ist oder nicht, das ist eine ganz andere Frage, ne? Ist klar. Dann Bundling, das ist Thema hier auch. Das hatten wir ja auch oben schon bei den operativen Synergien, diesmal aber in Bezug auf Marktmacht, dass man eben Produkte bündelt und insofern auch den Aufstieg erschwert oder quasi die Kunden auch so gesehen verpflichtet, dann einfach sich da anzuschließen. Fällt Ihnen dazu was ein, zu dieser Strategie? Nutzung von Monopol macht Bundling. Ja, gibt es ein Beispiel, was Sie da nennen könnten? Also dass ein Unternehmen die Monopolmacht so gesehen ausnutzt und so Produkte bündelt halt. Microsoft würde ich da nennen. Wie ist es bei Apple? Gibt es da solche Effekte? Also ich kann zum Beispiel hier mit wieder Thema Surface hier, Mobile Skype, da muss ich bei Outlook angemeldet sein. Das geht gar nicht an. Das heißt, ich muss eine Outlook-Adresse haben. Und das ist alles natürlich Microsoft. Das nennt man dann auch Bündelung. Und ganz klassisch gab es da diesen Browser War, das liegt schon jetzt weit vor ihrer Zeit. Seinerzeit mit Netscape gibt es nicht mehr und den Internet Explorer, den gibt es auf jeden Fall noch, den kennen Sie alle. Ne? Und ich denke mal, da gibt es noch andere Beispiele, also solche Netzwerkeffekte oder Bundling-Effekte, wo man einfach so versucht, dann durch Bündelung von Produkten die Kunden zu binden. Und irgendwann sagt man, ja, jetzt melde ich mich da halt an, dann habe ich da kein Problem. Alles ist integriert, wunderbar. Ne? Integrierte Lösung, das ist ja immer sinnvoll. Und man vergisst das dann auch. Erstmal ist man so irritiert und ärgert sich auch darüber, aber dann irgendwann vergisst man das. Also Bundling, in dem Sinne Bundling. Also kennen Sie bestimmt auch weitere Beispiele noch. Ja? Wenn Sie welche haben, nennen Sie die auch mal hier. Immer ganz interessant, da praktische Beispiele zu sehen. Weiß noch jemand, was so in diesen Zusammenhang passen würde? Kennt ihr jemand was? Noch? Also Sie können gerne da Beispiele bringen nochmal. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Dann machen wir weiter. Reciprocal Pricing. So, was ist denn damit gemeint? Pricing and auf Verkauf, Selling. Reciprocal Pricing und zwar jetzt in Bezug auf die Geschäftsbereiche. Also man nutzt Beziehungs- oder Machtvorteile in einer strategischen Geschäftseinheit, um in einer anderen strategischen Geschäftseinheit Vorteile zu erzielen. Ja, die ist zwar kleiner, aber wir haben in einer anderen strategischen Geschäftseinheit, ist das ein wesentlicher Lieferant, das können wir halt, oder Kunde, in Bezug auf Selling, dann kann man das auch entsprechend nutzen. Das nennt man Reciprocal Pricing and Selling. Es geht hier im Wesentlichen dann auch um diese integrativen Geschichten und dann kann man eben günstigere Bedingungen für andere strategische Geschäftseinheiten aushandeln oder gegebenenfalls auch erzwingen. Das ist dann natürlich nicht mehr so ethisch vielleicht korrekt. Gut. Und dann gibt es noch letztendlich geheime Wettbewerbsabsprachen,
Das nennt man im Englischen Multi-Point Competition. Gleich geheime die es ja eigentlich nicht gibt, ne? Deswegen ja geheim. So nach dem Motto, lass mich in meinem Markt zufrieden, dann lasse ich dich in deinem zufrieden auch. Bei großen Playern. Ja. So, das sind also diese Marktmachtsynergien, die es auf